Hallo, willkommen bei Fitnessfair. Wir sind gerade im Vitalis Berlin und ich stehe hier mit Günther Hallo. Stierkamp. Und du warst ja das ganze Wochenende mit uns unterwegs oder wir waren mit dir unterwegs bei uns im Laden. Und erzähl mal so den Eindruck, wie hast du sozusagen Berlin erlebt? Wie hast du die Kunden erlebt? Ja, erzähl uns mal. Als erstes Mal muss ich sagen, ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier in Berlin bin und ich komme auch immer gerne wieder hier hin, weil natürlich die Fitnessfair, die machen sich, kümmern sich immer gut um mich und machen halt immer eine gute Reklame und das freut einen natürlich zu sehen, weil das ist natürlich, was Bodybuilding auch braucht. Natürlich, erstmal waren viele Leute da, hat mich gefreut, die Begeisterung war groß. Leute wollten über Training, Nutrition und so wissen und also Ernährung. Und das ist natürlich immer schön, wenn halt da doch, man merkt so ein bisschen Begeisterung, dass es halt immer noch ein bisschen da ist und man freut sich halt jedes Mal, das zu sehen. Also ich muss sagen, es war ein super Erfolg hier, hat mich wirklich gefreut und kann nicht warten, dass ich das nächste Mal wieder hier bin. Du hast ja jetzt sozusagen die Deutschlandtour oder Europatour begonnen. Wo sind die nächsten Punkte, wo du zu treffen sein wirst, falls Leute jetzt sagen, naja, ich hab's verpasst, ich reise jetzt hinterher? Ich werde in Hamburg sein. Was ist das? Das ist das. Welches Studio war das nochmal? Ich glaube, das deutsche Fitnessstudio ist das, glaube ich. Hier Sportstudio Hamburg. Und dann werde ich in Kaiserslautern sein, in einem Bodyshop. Ich werde in Trier sein. Ich werde noch nach Barcelona fliegen. Habe noch einige Fotoshoots hier und so ein paar Filmaufnahmen halt für unsere Produkte und für online. Und wie gesagt, ich habe einen vollen Kalender. Also ich bin sozusagen in Europa bis November 3. Ja, bis Also November. vollkommen ausgeplant. Ja, alles geplant, ja. Und das interessiert ja natürlich die, die nicht hinterher reisen wollen. Gibt es schon einen Termin für 2013? Vielleicht wieder bei uns oder überhaupt eine Also, Tour wieder? na, ich hoffe natürlich, dass ich auch wieder nach Berlin komme, nächstes Jahr im Frühjahr. Und so wie es aussieht, werde ich auf jeden Fall auch bei der FIBO sein in Köln. Und das wird natürlich Mitte, Ende April sein. Und ich hoffe, dass ich auch wieder hier nach Berlin Zeit habe zu kommen. Und halt wie gesagt, sehe wieder die Fans hier und wie gesagt, haben wir gute Begeisterung hier. Und das ist natürlich halt immer schön zu sehen. Wahrscheinlich werde ich auch nach England müssen nächstes Jahr. Also soweit ist diese Tour, die ich jetzt habe, erstmal hier für dieses Jahr das letzte. Eventuell internationale Deutsche, ist aber noch nicht sicher. Vielleicht mache ich da, helfe ich damit, eine Moderation zu machen. Und das wäre natürlich nicht schlecht, weil dann sieht man halt nochmal auch einige meiner älteren Kollegen dort, das ist immer schön und dann mal sehen. Also ich hoffe dann auf jeden Fall nächstes Jahr im Frühjahr dann wieder eine neue Tour hier in Europa und auch natürlich in Deutschland. Ja, das ist sehr viel, was du jetzt gerade vorhast. Ja, ihr habt es gehört. Also auf der FIBO wird Günther auf jeden Fall dabei sein. Also sucht ihn am Multipower-Stand. Und wir bedanken uns für das Wochenende, dass wir es mit dir verbringen durften. Und wir hoffen, du bist 2013 wieder bei uns. Ja, Dankeschön. ich auch. Also bis dann.